Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Und steigende Kurse sind es zumindest momentan. 9.400 aktuell der Stand. Und gestern waren wir schon bei 9.500, 9.520, um genau zu sein. Und diese Zahl kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Das war eine der wichtigen Marken, die wir in den letzten zwei Wochen immer wieder genannt haben. Die 200-Tage-Linie in etwa. Die wurde erreicht, umkämpft und dann ging es auch schon wieder nach unten. Das zeigt, dass die doch von Bedeutung war. Ob sie in den nächsten Stunden oder Tagen genommen wird, warten wir es ab. Missen kann es ohnehin keiner. 9.800 wäre dann das nächste Ziel. Sie erinnern sich, die nächste große Marke der Aufwärtszeit. Nach unten Unterstützung bei 9.150, dann 8.900. Also das Geplänkel geht weiter. Im Moment mit der Oberhand für die Optimisten. Mal sehen, wie lange das anhält. Negativzinsen seitens der Commerzbank für größere Gelder, das greift immer mehr um sich, dass immer mehr Banken Strafzinsen verlangen. Nun gut, sie müssen es auch bei der EZB zahlen, also von daher wird das zur neuen Normalität erstmal nur bei manchen Banken, es werden aber immer mehr, weil die warten ja nur darauf, dass die Konkurrenz es macht, dass sie es endlich auch tun können und im Moment noch für die großen Vermögen, aber auch das ist eine Frage der Zeit, bis das nach unten auf die kleineren Guthaben ebenfalls ausgedehnt wird, darauf können wir uns einstellen. Also Negativzinsen, die neue Normalität. Hätte man sich vor zwei Jahren nicht vorstellen können, außer man hat sich mit dem Geldsystem intensiver beschäftigt und da ist Negativzins schon lange etwas, was viele fordern, ein Strafzins, der das Geld in den Umlauf zwingt. Nur mal sehen, ob es funktioniert oder die Leute es klagend hinnehmen, dass ihr Geld wertloser wird. Allemal wäre es etwas, was wir dringend brauchen, Geld in den Umlauf zu bringen. Vermögen sie ja nur gut genug da und genau das ist das Problem. Das Problem ist nicht derjenige, der viel verdient, das Problem ist derjenige, der es nicht ausgibt, denn wenn der viel verdient, es ausgibt, können es die anderen zurückverdienen. Wenn eine Million verdient und sich davon ein neues Auto kauft, dann muss das gebaut werden, dann sind da Arbeitsplätze dran, dann geht das wieder in den Kreislauf, es wird wieder was Neues produziert. Wenn es nicht hergibt, sondern aufhebt für später irgendwann mal, dann ist es das Problem und vielleicht zwingt der Strafzins den einen oder anderen jetzt doch, das Geld auszugeben, sei es in neues Auto, neue Schuhe oder indem es einfach investiert, indem er sich an Unternehmen beteiligt, also auch hier das Geld ausgibt, in Sachwerte umwandelt, das ist es, was die Wirtschaft brauchen könnte. Ob Sie sich jetzt lieber ein neues Auto kaufen oder eine Aktie oder ein Unternehmen, das sei am Ende Ihnen überlassen. Aber tatsächlich, das Geld muss in Umlauf und der Strafzins hat da durchaus seine Wirkung. Mal sehen, ob sie ausreicht. Ansonsten von den Unternehmensseite heute wenig. Wir bleiben nachher ein bisschen mehr bei der Konjunktur. Die japanische Geldpolitik von Nobelpreisträger Krugman noch empfohlen als eine gute Idee, Abenomics massiv Geld zu drucken, um damit die Wirtschaft anzukurbeln, ist gescheitert. Japan in der Rezession zurück und dieser Wahnsinn der japanischen Notenbank, der nimmt immer verrücktere Formen an. Wenn wir auf die Anleihekäufe der Amerikaner schauen, dann ist das ein Spauz gegen das, was Japan macht. Die kaufen in viel größerem Umfang Staatsanleihen und sonstige Assetklassen im Verhältnis zu ihrer zur Wirtschaftsleistung Japans. 570 Milliarden Euro umgerechnet jährlich und das Tempo will man noch mehr steigern. Es bringt offenkundig nichts. Also immer neue Kredite, immer neue Anleihen, neues Geld in Umlauf, das bringt es nicht. Es muss das bestehende Geld, es muss Geld ausgegeben werden seitens derer, die es besitzen. Und nicht neue Anleihenkäufe seitens der japanischen Regierung. Also hier ist momentan jeder Kreislauf unterbrochen. Geld drucken ohne Ende ist angesagt. Der Yen entwertet. Ja, was ist aber denn die Konsequenz, wenn die Notenbank immer neues Geld druckt und Anleihen kauft? Der Yen wertet ab. Was bedeutet das für den einzelnen Japaner? Dass die Kaufkraft seiner Yen auf dem Konto sinkt. Dass die Kaufkraft seines Einkommens sinkt. Und er damit natürlich weniger, vor allem Importprodukte, konsumieren kann. Und das ist es natürlich etwas, was die Wirtschaft gerade nicht ankurbelt. So viel Export können die Japaner nun gar nicht raushauen, wie man hofft, dass der günstige Yen den Export unterstützt. Denn rund um den Globus kühlt sich die Wirtschaft ja ab. Also man sollte eher die Kaufkraft der Bürger steigern, aber das geht eben nicht mit einer schwächeren Währung. Aber nun gut, wenn ein Nobelpreisträger das sagt, dann wird es wohl stimmen. Mal sehen, was am Ende, ob der am Ende sagt, Entschuldigung, Japan an die Wand gefahren, habe ich mich geirrt, kann ja mal vorkommen.
Die amerikanischen Studenten, die sind schon längst an die Wand gefahren. Hier gibt es wieder mal, ich meine, das ist ja ein Thema, was immer wieder mal aufpoppt, aber es macht immer wieder Sinn, sich es mal anzuschauen. Man tut das viel zu selten auf solche Themen. Na gut, man sind auch zu viele. Die US-Studentenkredite sind inzwischen über 1 Billion US-Dollar groß. Das heißt natürlich nicht pro Student, sondern insgesamt. Seit 2004 hat sich die Summe der Studentenkredite vervierfacht. 1 Billion US-Dollar, mit denen die Studenten aus der Universität ins Arbeitsleben gehen, wenn sie denn überhaupt einen Job bekommen. Und manche, viele von denen sind bis in die Rente verschuldet und werden ihre Studentenkredite niemals zurückzahlen können. Da werden am Ende Arbeitssklaven gezüchtet. Das bedeutet, die werden mit hohen Schulden gehen, die aus der Universität raus, brauchen händeringend einen Job und machen alles. Hauptsache, sie bekommen Geld rein, um ihre Kredite bedienen zu können. Und das ist natürlich auch eine Methode, sich eine gefügige Elite zu schaffen, der gar nichts anderes übrig bleibt, als von Anfang an gehörig zu arbeiten, um ihr Leben zu fristen, weil man ihnen sonst den Hintern wegpfändet, um es deutlich auszudrücken. Also eine Bildung aufzubauen auf Schulden der Kinder und der Jugendlichen, das ist eigentlich ein Skandal und eines entwickelten Staates unwürdig, es sei denn, man möchte genau so eine Entwicklung auch haben. Also freies Bildungssystem, sehr, sehr sinnvoll, aber auch hierzulande gehen wir immer mehr zu diesen privaten Themen über und mal sehen, wann wir hier entsprechende Entwicklungen haben. Bei den Edelmetallen, da tun sich wieder spannende Themen. Das Gold hat die 1180 Dollar zurückerobert. Das war ja mal eine wichtige Unterstützung. Die Abstimmung in der Schweiz, die sorgt hier immer wieder für Diskussionsbedarf. 30.11. kommt dort die Abstimmung, ob die Schweiz einen großen Teil ihrer Reserven in Gold anlegen muss, das sie auch nicht mehr hergeben darf. Sehr, sehr gespannt, wie die Volksabstimmung da ausgeht. Das geht hin und her, mal Befürworter vorne, mal die anderen. Aber das dürfte kurzfristig, wenn da ein Ja käme, das ist doch vollkommen offen, aber wenn, dann dürfte das zu schnellen und großen Käufen von Gold durch die Schweiz führen. Mal sehen. Das Kursziel von Goldman Sachs ist immer noch markant, 1050 als Jahresendschluss. Von daher bei aller Begeisterung, dass es wieder beim Gold ein bisschen nach oben geht, deshalb trotzdem noch nicht zu viel Euphorie. Da ist nach wie vor ziemlich Bewegung im Markt und das kann in beide Richtungen sehr schnell gehen. Nach dem Ausverkauf, den wir in den letzten Monaten hier gesehen haben, kann es natürlich eine schnelle Gegenbewegung nach oben gehen oder eben auch zurück. Das Gold momentan zu prognostizieren, fast nicht mehr möglich. Wilde Sprünge entsprechen natürlich auch bei den Goldminen. Hier sind seit Anfang November die Kurse um 24% nach oben gegangen. Gestern kam es eine Korrektur von 6% nach unten. Mal sehen, heute Gold wieder im Positiven, da wird es wieder die weiteren Sprünge geben. Also 5-10% Sprünge bei Goldminenaktien, aber auch bei den starken, nicht nur bei den kleinen Butzen, sondern auch bei den großen Unternehmen pro Tag momentan fast die Norm. Also ganz, ganz spannendes Feld momentan rund um die Minen. Chance wie Risiko sind auch hier wieder eng beieinander. Komm, bleiben wir noch mal ein bisschen beim Gold. Bei der Ukraine, da gibt es interessante Informationen. Dort sollen in einer Nacht- und Nebelaktion 40 Tonnen Gold in die USA gebracht worden sein. Ein Großteil der ukrainischen Goldreserven Anfang des Jahres mit den Umstürzen soll dieses Gold per Flugzeug in die USA gebracht worden sein. Wir machen ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter. Natürlich gibt es da noch wenig wirklich harte Fakten dazu. Zero Hedge, die eigentlich immer über sehr gute Quellen verfügen, haben hier entsprechend berichtet. Wir haben es auf dem Cashkurs Clipping Service auch verlinkt. Also das ist durchaus ein spannendes Thema mit vielen, vielen Fragezeichen, ob es denn so war und vor allem, was denn dann dahinter steckt, welche Interessen, welche Gruppierungen hier aktiv waren. Also auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, was wir sicherlich noch eine ganze Weile verfolgen werden. Steinmeier und Merkel, die scheinen derweil guter Bulle, böser Bulle zu spielen, wenn es um Russland geht. Steinmeier fliegt nach Moskau, Steinmeier ist hier am Beschwichtigen und versucht hier wieder eine Basis herzustellen, während Merkel immer aggressiver vorangeht und fordert, wir sollten weniger friedvoll sein. Heißt das dann mehr kriegerisch? Also ich hoffe, dass das nicht damit gemeint ist. Genscher derweil äußert sich sehr, sehr deutlich und geht ganz, ganz kritisch mit dem Umgang des Westens mit Russland um. Er sagte, eine Partnerschaft mit Russland wäre das Richtige und das Sinnvollste. Und er gehört noch zu dieser alten Riege, die sehr, sehr genau weiß, was wir an Geschichte hinter uns haben und der das mit großer Sorge beobachtet, was hier passiert. Von daher, diese Worte auch dieser Altpolitiker, die auch den letzten Krieg noch viel, viel besser im Gedächtnis haben als vielleicht die Politiker, die heute in der Regierung sind und
Krieg nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen und das vielleicht heute als nicht mehr so dramatisch abtun, wie es in früheren Jahren, wie frühere Politikergenerationen der letzten ein, zwei Generationen waren. Daher auf diese Älteren sollte man momentan hören und die haben interessanterweise unisono die gleiche Richtung, dass wir mit Russland momentan falsch zu aggressiv umgehen. Das dürfte durchaus einen Sinn haben. Tretin äußert sich und hat die Sorge, nein, die Sorge, er äußert sich diesbezüglich, Putin läge mit dem, was er momentan tue, die Grundlage für einen russischen Maidan, also Demonstrationen und Umstürze in Moskau. Und da muss man sagen, genau darum geht es doch. Genau darum geht es doch, Putin aus dem Amt zu kriegen, eine Demokratisierung in Russland voranzutreiben, dort einen Oligarchen ins Amt zu setzen, der dann das vollendet, was Gorbatschow begonnen, Jelzin ebenfalls zunächst gestartet hat und dann enttäuscht wieder gewendet hat, nämlich das Aufbrechen Russlands für die westlichen Demokratien, dass sich Russland in dieses westliche Demokratienbereich eingliedert, natürlich ohne weitere eigene Machtinteressen und sich unter dem Hegemon USA gemütlich macht. Darum geht es doch, Herr Tretin, und deshalb muss man sich darüber nicht wundern, dass diese Entwicklung voranschreitet. Die Bundesregierung, die gibt ebenfalls ihrer Lobby nach, und zwar im Bereich Fracking. Jetzt macht man hier das Fenster doch ein bisschen weiter auf, nachdem es ursprünglich hieß, das wird in Deutschland verboten bleiben. Jetzt ist es unter bestimmten Bedingungen eben doch erlaubt und das hat natürlich gewisse Schranken und die Regierung sagt, das ist so streng wie nirgendwo anders und das wird ganz, ganz schwierig. Nur mal sehen, wie man hier Stück für Stück das Thema immer weiter aufbohrt, immer weiter mit dem Finger das Löchlein noch ein bisschen größer macht und am Ende soll dann ein Gremium von 6 Wissenschaftlern entscheiden, nach den Probebohrungen der Unternehmen genehmigt werden, ob sie dann das doch machen dürfen. Da würde mich doch mal interessieren, wie dieses Gremium der 6 Wissenschaftler dann zusammengesetzt ist, die das entscheiden. Ich glaube nicht, dass das von überwiegendem Maße von Greenpeace-Experten besetzt sein wird. Das wird wohl aus anderen Bereichen sein. Wasser- und Naturschutzgebiete sind natürlich tabu. Klar, die Wasseradern unter dem Boden, die halten sich natürlich ganz strikt an die Wasser- und Naturschutzgebiete, die wir da an der Oberfläche definiert haben. Und den Rest, den kann man offenkundig vergiften. Denn warum sind Wasser- und Naturschutzgebiete tabu, wenn das doch eigentlich gar nicht gefährlich ist, was man da macht? Also ist es wohl doch gefährlich, sonst könnte man es ja auch in Naturschutzgebieten machen. Aber wenn es also dann doch gefährlich ist, dann heißt das nichts anderes. Man gibt den Rest zur Vergiftung frei, Fragezeichen. Man gibt den Rest Schädigungen frei, möglicherweise. Aber machen Sie mal am Samstagvormittag einen Ölwechsel vor der Haustür. Wehe, es geht ein Tröpfchen daneben. Das ist dann natürlich was anderes, aber es ist ja kein großer internationaler Energiekonzern. Die NSA, da sollten Beschränkungen kommen. Da gab es eine Abstimmung im US-Senat und die Republikaner haben das abgewiesen. Es soll genauso weitergehen und mit der Begründung, dass ja jetzt dieser Islamische Staat, die IS, so gefährlich ist und da braucht man alle Möglichkeiten, da darf man sich nicht selbst beschränken, da muss man auch im eigenen Land alle Bürger überwachen wegen der IS. Diese Gefahr ist omnipräsent und die US-Stasi macht also munter weiter. Man möchte in Anlehnung an einen anderen Spruch der Energieindustrie in diesem Fall sagen, Spy Baby, Spy, nimm was du kriegen kannst, wen kümmern schon Bürgerrechte im Land der Freien und am Ende logischerweise auch bei uns. Im Laufe des Tages einige Wirtschaftsdaten, und zwar etliche sogar. 14.30 Uhr gibt es die Verbraucherpreise aus den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Realeinkommen. 16 Uhr der Index von der Fed in Philadelphia. Und nochmal die Verkäufe bestehender Häuser um 16 Uhr, passend mit den Frühindikatoren. Soweit zu den Daten, also es bleibt wieder unterhaltsam. Auf der Unternehmensfront heute Morgen wenig, das können wir uns sparen. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.